Wollt ihr unbedingt wissen, wie es weitergeht mit meinem kleinen Bauprojekt in der Unbewaffnet Challenge? Seid ihr außerdem auch auf der Suche nach Inspiration oder habt vielleicht noch Ideen, die ich hier mit einbringen kann? Das alles und noch ein bisschen mehr, wie gehabt, gibt es in der heutigen Folge. Ich bin der Kai, der Typ mit dem Bart. Herzlich willkommen bei Einzigbartig. In der letzten Folge haben wir ja das erste Podest hergestellt und da hatte ich euch ja gefragt, was ihr von der Idee haltet, das entweder symmetrisch zu machen, also jede einzelne Fläche gleich zu ziehen oder aber das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Also wenn ich das richtig rausgelesen habe aus den Kommentaren, dann gehe ich mal stark davon aus, es ist völlig in Ordnung, wenn man das nicht symmetrisch macht, sondern das Ganze einfach ein bisschen organischer baut. Bin ich ja ehrlich gesagt auch ein Freund von. Ich bin zwischenzeitlich noch ziemlich fleißig gewesen. Es gibt gleich einiges zu sehen, das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Und bevor wir reinstarten, hier noch ganz kurz der Hinweis. Am Donnerstag um 20 Uhr gibt es auf Twitch wieder den Livestream aus der Albtraum-Challenge. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was haben wir denn? Genau, die Albtraum-Challenge mit der Community wird auf jeden Fall wieder spannend. Wir haben ja letzte Woche den Eiktür gelegt und haben jetzt mittlerweile, beziehungsweise die Kollegen haben mittlerweile den Ältesten entdeckt und vielleicht werden wir es auch schaffen, den am Donnerstag auch noch einen Besuch abzustatten. Wird also spannend. Wie gesagt, ab 20 Uhr seid ihr auf Twitch eingeladen, da dann teilzunehmen, zumindest als Zuschauer. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Und wie gewohnt starten wir hier in unserer kleinen Werkstatt und werden gleich rüberfliegen. Für alle, die jetzt das erste Mal einschalten, das ist jetzt nur ein kleines Zwischenprojekt in der Unbewaffneten Challenge. Die geht natürlich weiter. Ich habe ja Jakob auch gefunden. Das heißt, den werden wir in den nächsten Folgen dann auch irgendwann mal angehen. Aber jetzt will ich das Ganze erstmal hier so weit gestalten, weil ich ja immer so zwischen der alten Base und hier immer so hin und her geswitcht habe. Ich möchte aber gerne alles wieder an einem zentralen Punkt haben, deswegen machen wir das jetzt erstmal. Ich denke mal, ich hatte ja gesagt, es gibt irgendwie 2-3 Folgen, es werden vielleicht auch 4-5 Folgen werden, weil es doch eine Menge ist. Es hat sich mittlerweile auch im Bauvorschritt einiges getan. Ich kann euch leider nicht bei allem dran teilhaben lassen, sonst würden das unendlich lange Folgen werden und das wollen wir eigentlich vermeiden. Das muss ja so nicht sein. So, ihr Lieben, wir schauen jetzt auf jeden Fall erstmal nach, was sich getan hat. Ganz kurz natürlich, wie immer, erstmal der Blick auf die Fähigkeiten. Da seht ihr, da hat sich nichts weiter getan, haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht, habe ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr gekämpft jetzt. Die ganzen Waffenskills sind alle auf Null, bis auf Äxte. Ist eine lange Geschichte, muss ich euch glaube ich nicht erzählen. Die meisten von euch wissen sowieso schon, das war aus Versehen. Da ist mir einfach einer in die Axt gerannt. Das kann halt auch mal passieren. So, was ich jetzt hier machen werde bei den Baufolgen ist, dass ich hier Dev Commands eingeschaltet habe. Denn wenn ich anfangen würde, hier zu farmen wie doof, dann wird es echt den Rahmen sprengen. Da habe ich irgendwie nicht so die Lust drauf. So, ihr seht, mittlerweile gibt es ein paar Dinge, die sich hier erneuerte oder getan haben seit dem letzten Mal. Wir haben ein Dach auf dem Turm, damit bin ich noch nicht ganz zufrieden. Das muss noch ein bisschen ausklambüsert werden, denn wenn wir hier von innen mal reingucken, ich finde es einfach viel zu finster. Da werde ich wohl noch mal 2-3 Teile rausreißen. Was mich auch noch nicht so glücklich macht, ist der Übergang einfach hier drüber. Das werden wir zeitnah auch nochmal angehen. Das ist mir alles, also da hätte ich gern ein bisschen mehr Symmetrie drin gehabt. Ich weiß, das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, aber da geht noch ein bisschen was. Ich habe eine Idee, das werden wir aber zu gegebener Zeit, werden wir das noch machen. Oder aber ich mache es irgendwann offscreen und zeige euch das Resultat. So, hier habe ich mal so ein bisschen mit den Streben rumgespielt. Das ist noch nicht final. Da werden wir einfach mal gucken oder ich werde mal gucken, inwiefern sich das noch weiter durchzieht. Ich finde das immer ganz schick, wenn da hier so ein bisschen, ja, so eine Verbindung dazu da ist. Viele sagen ja, das ist dieser Elben-Style. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich bin da vorsichtig mit dem Ausdruck. So, dann haben wir hier eine Aussichtsplattform. Ich glaube, die werde ich auch einfach so lassen. Vielleicht machen wir noch ein Dach drüber, keine Ahnung, denn hier wird immer ziemlich schnell der Boden verrotten, das ist auf jeden Fall mal klar. Dann hatten wir das letzte Mal ja schon geguckt, hier ist unsere Öfen. Ich weiß, es gab einige Kommentare, die gesagt haben, Mensch, ich könnte den Steinboden mit Unterstützung und so weiter auch immer noch weiter rausziehen. Möchte ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Also vielen Dank für die Kommentare, die ihr mir da gegeben habt. Das mag bei euch oder euch mag das gefallen. Mir persönlich gefällt es nicht so, deswegen sehe ich davon ab und werde die ganzen schweren Geräte einfach hier draußen lassen. Ist auch völlig in Ordnung für mich. So, hier hat mir das letzte Mal schon kurz angedeutet gehabt. Hier gibt es Werkbänke und Stationen. Ja, also hier ist die normale Werkbank drin. Hier ist die Schmiedestation drin. Da gibt es dann noch die Handwerksbank, kommt irgendwann auch noch mit rein. Ich kann es noch nicht bauen. Ich werde es euch aber trotzdem kurz zeigen.
denn ich habe mir gedacht, ich werde dann irgendwann die Schwarzschmiede direkt hier vorsitzen, damit das so in das Halb, in das Rund hier so mit rein passt. Und dann sieht das eigentlich meiner Meinung nach ganz schick aus. Und ich finde, so kann man das auch lassen. Sämtliche Erweiterungen kann ich eigentlich nach unten verbannen. Ja, hier habe ich das Ganze auch nochmal eins runtergesetzt. Das hatte ich das letzte Mal ja schon gesagt. Das wäre sonst zu niedrig gewesen. Hier haben wir wenigstens noch ein bisschen Luft. Und hier können wir sämtliche Ambosse und weiß der Geier, was man noch alles bauen kann, um die Schmieden zu erweitern. Die können dann hier unten rein und das vielleicht auch noch ein bisschen hübsch gemacht. Dann passt das für mich auch. So, das ist der Teil. Da ist auch noch ein schickes Dach drauf. Und ihr seht, so sieht es dann halt auch von außen aus. Kann man mal so lassen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen was dran gemacht. Ich fand das eigentlich ganz nice. Mir gefällt es. Und zwar dachte ich mir so, hier machen wir Küche hin. Hier können wir dann braten, brutzeln, kochen, backen, weiß der Geier was alles. Das heißt, hier kommt irgendwann auch noch ein Ofen hin. Und hier ist dann quasi so die Esskochstelle. Das werden wir natürlich zu gegebener Zeit auch noch schön verzieren. Das werde ich jetzt natürlich erstmal noch nicht machen, denn es ist ja noch nicht final. So, was wir hier dazwischen machen, keine Ahnung, vielleicht setze ich auch einfach hier einen Zaun hin, sodass man hier einfach gar nichts machen kann, außer draufsteigen. Man muss ja auch nicht auf alles irgendwie eine Plattform machen, denn irgendwann weiß ich halt auch nicht mehr, was ist. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist eine Plattform und die muss relativ groß werden. Wahrscheinlich werde ich die hier hin machen. Für Portale, ja. Da gibt es auf jeden Fall noch mal ein bisschen was anzusetzen. So, um das ein bisschen hier mit reinzupassen, weil ich fand, vorher war das einfach nur dieser Boden hier und hier unten drunter war gar nichts, habe ich mir gedacht, okay, machst mal ein paar von den Steinquadern. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse. Es fühlt sich gerade noch nicht so richtig an, das einfach hier so hinzusetzen, mal so aus der Ferne betrachtet. Geht es zwar eigentlich, aber das ist noch nicht perfekt. Also es gibt auf jeden Fall noch eine Menge zu verzieren und da auch nochmal, da kann ich euch auch einfach gar nicht in jeder Folge mitnehmen, weil das hat mich allein schon mal 3 Stunden gekostet, das hier hinzubauen. Es geht halt auch wahnsinnig schnell. So, was machen wir jetzt noch? Jetzt fliegen wir erstmal eine Runde doof rum. Ich werde heute mit euch eine Treppe hier hochbauen. Ja, da habe ich ja schon mal vorgelegt, das Ganze. Denn ich möchte hier oben quasi noch ein Türmchen drauf machen. Ja, vielleicht nicht ganz so groß. Mal gucken, wie sich die Dimensionen verteilen. Und da gibt es dann Schlafplatz drauf. Ja, also das kommt dann auch noch. Komplett Komfort und weiß der Geier was alles. Also da gibt es auf jeden Fall noch zu tun. Deswegen werden wir heute erstmal die Treppe hier hochbauen. Und da fangen wir einfach mal jetzt an. Beziehungsweise ich hatte ja schon vorgelegt. Und Treppen, Leute, kann ich euch sagen, das ist immer so ein Ding bei mir, ne? Ich habe zwar auch schon das ein oder andere YouTube-Video gemacht im Rahmen der Ideenschmiede, aber ich sag's euch, das ist so mein Kryptonit, ja, beim Bauen. Mir fällt manchmal einfach nichts Besseres ein, als das Ganze dann immer relativ schlicht zu halten. So, zack, zack, zack und zack. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall hier mal hochsteigen. Ich weiß nicht, ich habe vorhin so überlegt, wie sieht denn das eigentlich aus, ob das überhaupt geht, wenn man das hier so macht, ja. Wahrscheinlich komme ich dann hier so an meine Grenzen, genau, das ist natürlich völliger Murks, ne. Obwohl, man kann es eigentlich lassen, ne. Sieht jetzt eigentlich per se gar nicht so schlecht aus. So, wir machen es einfach mal, Leute, ja. Und dann probieren wir gleich mal die Gangbarkeit aus. Wie das Ganze sich laufen lässt. So, das war schon mal Murks. So, wir probieren mal einfach ganz normal drüber zu laufen, ohne zu rennen. Ja, das geht eigentlich gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, hier an der Ecke wird es ein bisschen hakelig. Aber hier kannst du ja bombastisch gut. Ey, das geht ja sogar besser, als ich gedacht habe. Okay, dann habe ich nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Finde ich auf jeden Fall nice. Was wir jetzt hier nochmal machen können, wir können das Ganze hier nochmal einfassen. Das hatte ich ja hier schon gemacht, um dem Ganzen noch mehr Stabilität zu verleihen. Ob das jetzt schick ist oder nicht, das lassen wir gerade mal so im Raum stehen. Aber auch solche Treppen kann man ja wunderbar gestalten. Ja, da gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu machen. Ich finde es übrigens total geil, dass das jetzt so freischwebend aussieht. Ja, finde ich mega. Also bis auf diese eine Strebe, die ich jetzt hier unten hinziehen musste. Also die da, ja. So, was man jetzt hier noch machen kann. Also entweder setzen wir noch mal eine drauf. Wir gucken mal, wie das dann ankommt hier oben. So. Naja, also vom Ding her könnte es vielleicht ganz gut sein.
So, dann können wir nämlich eigentlich hier nochmal eine Strebe nach unten hinsetzen. Bums, bums. Haben wir das nämlich. So, da setzen wir auch nochmal eine hin. Und dann können wir von hier aus eigentlich dann das Ganze hier hinsetzen. Wobei, ich hätte ja ehrlich gesagt, lasst mich noch gerade nochmal was probieren, Freunde. Das macht mich noch nicht ganz so glücklich. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt nochmal hier so nehme und hier nochmal eine Windung reindrehe? Naja, komm schon. So. So ist gerade. So quasi. So und so. Na, wobei ich weiß nicht. Sorry, wenn ich gerade so still bin. Ich bin halt gerade echt noch überlegen. So, wenn wir das nämlich jetzt hier so machen. Das gefällt mir, glaube ich, besser. So möchte ich das gerne haben. So. Das heißt, jetzt werden wir hier unten eben noch die Streben reinsetzen. Oder die Holzeisenbalken, um das Ganze nach unten hin zu stabilisieren. Oder pseudo-stabilisieren, sage ich jetzt mal so. Mod-stabil ist es ja jetzt auch nicht. So, da sind auf jeden Fall schon mal welche drin. Ja, gut. Eigentlich nice. Dann können wir das jetzt hier so rum machen. Und hier müssen wir wieder diese kleinen Holzböden reinziehen. Also wir müssen es, glaube ich, nicht machen, aber ich will es so machen. So, wenn jetzt nehme ich dann immer hier, das habe ich nämlich schon mal gemacht. Also man kann es jetzt entweder hier ansetzen oder man setzt es einfach gerade hier an. Ja, wobei ich eher hierfür bin. Ich finde, das gibt dann dem Ganzen rund noch eine etwas nettere Optik, weil wenn man es hier so gerade macht, dann... Ah, es geht natürlich auch, komm, wir machen es gerade. Ich glaube, das gefällt mir besser, ja. Toll, jetzt habe ich gerade mehr abgerissen, als ich eigentlich wollte. Wir setzen die einfach hier immer gerade an, ja. Der kommt dahin. Der kommt gerade dahin. Also ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich meine. Könnt meinen Gedankengängen folgen, ist manchmal gar nicht so einfach. Weil ich teilweise selber nicht weiß, wovon ich spreche. Aber das solltet ihr eigentlich auch wissen, wenn ihr mich jetzt oft genug schon gesehen habt. So. Dann setzen wir das hier noch hin. So, und dann kann der letzte auch noch hier hin. Denn dann können wir, glaube ich... So machen wir es so oder so? Ich würde sagen, wir machen es so. Oder? Nee, Quatsch. Wir müssten es eigentlich... Moment, 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 Moment. Jetzt müssen wir gerade ein bisschen rumprobieren. Das ist gerade nicht so selbsterklärend. So. Wahrscheinlich auch die ersten an, die jetzt sagen, ey, warum hast du nicht die vorgefertigten Wendeltreppen genommen? Das wird viel kleiner, wird nicht so riesig aufbauen. Zum einen kann ich sie noch nicht herstellen. Und ich hatte ja gesagt, auch wenn ich mit Dev-Commands arbeite, dann werde ich nur die Dinge verbauen, die ich aktuell auch schon herstellen kann. Und da ist halt leider nicht viel mehr, außer diesen Treppen hier. Also ich hätte auch noch die Steintreppen nähen können, aber die finde ich ehrlich gesagt, mir gefallen die nicht, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich mag diese ganz normalen, stinknormalen Steintreppen nicht. Die sehen einfach scheiße aus. Ja, ist aber meine persönliche Meinung. Das muss ja nicht eure sein. Ja, also deswegen werden wir hier ganz normal die Holztreppen machen. Ich weiß, auch die werden verrotten. Das ist mir vollkommen klar. Da müssen wir halt öfter mal drüber reparieren, ja, dann, damit das einigermaßen fit aussieht. Und auch wenn hier schlechtes Wetter herrscht oder es regnet und die sich halt verfärben, die brechen ja nicht zusammen, die bleiben ja so stehen. Ja, kann man halt auch sagen, okay, dann ist das halt used look, sage ich mal. Dann lässt es halt einfach so, ist auch schick. So, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken.
So, jetzt werden wir das Ganze noch mal eben verkleiden. Ach, ey, wieso nimmt er das denn jetzt nicht hier? So. Also ihr seht es ja selber, das ist schon rot, ne? Also das ist schon kritisch, was hier gemacht wird, ja? So. Zack, zack, guck mal, den habe ich hier sogar komplett vergessen. Das heißt, wir können den hier nochmal eben hier hinsetzen. Es hatte übrigens auch ein Zuschauer drunter geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier war oder mich im Discord direkt angeschrieben hat, aber ich meine, es wäre hier unter einem Kommentar gewesen, unter dem letzten Video. Der hat gesagt, das ist ja ganz nett, dass du das da alle so baust, ja, aber die kann natürlich ratzfatz da oben die Hütte abgerissen werden, wenn einfach unten jemand die Steinpylone abreißt. Ja, bin ich vollkommen bei dir, aber auch da werde ich ein bisschen entgegenwirken. Kannst du einfach mal diesen Snappoint hier nehmen? So, das heißt, wir werden die Treppen hier links und rechts irgendwie auch noch wegmachen. Ja, da müssen wir jetzt natürlich erstmal gucken, was ich mache. Erstmal so behelfsmäßig hier hin, weil ich kenne mich nämlich, wenn ich da jetzt nichts hin mache, dann liege ich auch ganz schnell in der Grube. Das will ich ja jetzt auch nicht haben. So, lass mal kurz gucken. Also ich finde, das ist eigentlich ganz nice, oder? Perfekt. So aus der Ferne betrachtet, sieht das auch gar nicht so schlecht aus, ne? Hier die Treppe hier so hoch wendeln zu lassen. Ja. Also, was ich aber gerade sagen wollte, wegen die Pylone umhauen, hier ist auf jeden Fall geplant, noch den Wassergraben weiter drumherum zu ziehen. Und das wird es über kurz oder lang auch noch geben. Hier wird noch eine Mauer drumherum gezogen. Ja. Also, ich weiß noch nicht, ob ich das hier nur bis hier vorne hin mache. Komm, ist blöde Mücke. Oder aber, ob ich dieses ganze Areal bis hier oben hin abgrenze. Ne? Also da, wo ihr jetzt den Cursor seht, hier so entlang ziehen, hier drüben entlang. Ja, keine Ahnung, ob ich das so mache. Ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. So. Genau. Ach ja, ich habe hier auch noch eine Treppe reingebaut. Die wollte ich euch ja auch noch zeigen. Das haben wir das letzte Mal nämlich auch kurz drüber gesprochen. Ja, die funktioniert nämlich auch einwandfrei hier. Ja. Hatte mir das letzte Mal, glaube ich, auch sogar schon angefangen zu bauen, wo ich dann gesagt habe, das werde ich noch fortführen. Ja, das bleibt dann auch tatsächlich so. Hier sind natürlich noch so ein paar Dinge, die hier reinragen. Ja, weil wenn wir mal ganz kurz gucken, hier draußen, dann könnt ihr euch mal diese Konstruktion hier von außen ansehen. Ja, also das sind einfach diese, ich glaube, 26 Grad Schindeldächer, die ich da verkehrt rum dran gesetzt habe. Das hat für mich einfach nochmal ganz gut ausgesehen. Nachteil ist halt einfach, es ragt in die Wand rein. Ne? Da muss ich nochmal überlegen, ob ich das so lasse oder nicht. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. So, also das hätten wir auf jeden Fall. Jetzt wäre es ja eigentlich ganz klug, wenn wir mal versuchen. Sowas hier zu bauen. So, habe ich jetzt einmal gedreht oder zweimal? Zweimal. So, lasst mal kurz überlegen. Dann machen wir das mit den Holzeisenbalken gerade mal so. Nee, Quatsch. So wollte man das. So, dann. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei.
Eins, zwei. Eins, zwei. So. Jetzt könnte man rein theoretisch hier noch, um Stabilität herzustellen, das Ganze so machen. So, der ist aber nicht richtig drin. Das heißt, da snappt er nochmal. Dann haben wir hier noch. Den lasse ich jetzt einfach mal so da drin stecken. Dann haben wir auf jeden Fall alle drumherum. Jetzt gucken wir mal, ob das mit den Steinen hält. Ich glaube es ja fast nicht, denn ich meine, das dürfte eher zusammenkrachen. Ja, dachte ich mir. Weil da fehlt der Support. Dann machen wir es nochmal ganz anders. Ich glaube, da braucht nämlich jeder Stein braucht irgendwie Kontakt. So. Dann machen wir es halt so. Ich weiß, der wäre jetzt überflüssig, weil er sowieso Kontakt zu dem Felsen hat. So, dann probieren wir das noch. Dann können wir jetzt, glaube ich, hier mal gucken, dass wir hier noch. So. So, das sollte jetzt sollte es aber eigentlich funktionieren. Ich hoffe es auf jeden Fall. Denn jetzt werden wir erstmal hier noch einen schweren Stein nehmen. Den setzen wir hier hin. Den setzen wir da hin. Den hier hin. So, und der müsste, glaube ich, auch noch dahin passen. So. Sieht denn das von unten aus? Jetzt gucken wir mal, ob die Steine halten. Das wäre natürlich jetzt richtig geil. Das sieht doch gut aus, Leute. So, warum zieht. Warte mal, jetzt ist aber hier irgendwas verkehrt. Warum habe ich denn hier so einen großen Spalt dazwischen? Was ist denn das? What isn't this? So wollen wir das doch. Habt ihr habt ja gesehen, der Spalt dazwischen, der war gigantisch groß. So. Ich glaube, den müssen wir nochmal rausnehmen. Das ist nämlich nicht richtig drin. So. Das ist natürlich die Frage, wenn ich mir den oben hier weghaube, ne, also den hier, nicht, dass ich mir das ganze Podest hier oben abreiße. Aber ihr seht, grundsätzlich geht es, ne?
Ja, ist auch nicht so schön. Aber es muss ja auch nicht alles so super, mega, hyper genau sein. Aber hier wird jetzt quasi noch ein Türmchen draufkommen. Das muss auch nicht besonders groß sein. Aber hier oben wäre dann Schlafraum und so weiter und so fort. Oder aber, was man hier auch machen könnte, hier oben Portal-Hub draufsetzen. Ja, das dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Warum sieht das eigentlich so beschissen aus hier? Wer hat denn da gepfuscht? Das dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier hinmachen würdet. Also entweder Schlafraum, ja, oder aber tatsächlich ein Portal-Hub. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Möglich ist beides. Möglich ist auf jeden Fall beides, ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel mal, ich bin halt echt ein Freund davon, hier so diese Ecken hinzusetzen. So, ja. Also ich werde jetzt mal hier nichts weitermachen, denn da möchte ich gerne mal eure Meinung zu hören, wie gesagt, was ihr davon haltet. Portal oder Schlafraum. Ich meine, Schlafraum oder sowas, das könnte ich mir auch auf eine von den Plattformen hier machen. Ne? Also hier hätte ich jetzt zum Beispiel noch eine frei und hier wäre noch was frei. Ja? Hier rein theoretisch auch noch, wobei ich hier ehrlich gesagt gar nicht weiß, was ich da hin machen soll. Vielleicht könnte ich hier, das wäre auch noch eine Idee, weil ich muss ja irgendwann noch mal die Eiterfabrik irgendwie herstellen, wobei ich habe ja hier auch kein Eiter. Aber den kann ich ja teleportieren. Der geht ja durchs Portal durch. Der Eiter. Also kann man vielleicht doch eine Eiterraffinerie hinbauen. Na, da muss ich mal überlegen, was ich hier am besten hinmache. Wobei die muss halt komplett zumindest mal mit Eisengittern eingehaust werden. Sonst scheppert das hier im Gebälk. Ja, vielleicht setze ich die auch einfach runter, ja, anstatt einfach hoch runtersetzen. Hier ist ja quasi alles möglich. Hier können wir ja alles machen. Genau, also wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schlafraum, Portal-Hub, entweder oben drauf oder halt Portal-Hub hier unten irgendwo hinsetzen. Wobei ich will euch da nicht beeinflussen, das dürft ihr gerne, also jetzt nicht unbedingt entscheiden. Also klar dürft ihr das auch entscheiden, ob ihr das so haben wollt. Wenn jetzt alle sagen, ey, mach das da oben hin, dann mache ich das da oben hin. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wie gesagt, da bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet und wie nachher das Ergebnis aussieht. Das Ergebnis für heute ist aber, dass wir einiges geschafft haben. Also zum einen die Treppe und jetzt hier oben noch das Podest draufgesetzt. Ja, ihr seht selber, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Also wisst ihr auch, das wird überhaupt gar keinen Sinn machen, euch in jeder Folge mit oder bei jeder Bautätigkeit mit dabei zu nehmen. Sonst hätten wir hier eine eigene Baureihe, nur diese Base bauen und dann bist du einfach mal 20 Folgen lang beschäftigt. So, ihr Lieben, sagt mir doch mal bitte, was ihr von dem Vorschlag haltet. Entweder Portal ab oben drauf oder aber Schlafraum und diesen ganzen anderen Krempel, der dazu zählt. Ja, ich bin gespannt, was bei rauskommt. Ich möchte mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen bedanken. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst. Tschö mit Ö.